Hi! Heute gibt es wieder eine interessante oder seltsame Geschichte aus meinem Leben als Webcam-Girl. Oh, ich finde, das klingt so bescheuert. Ich habe immer das Gefühl, wenn man Webcam-Girl sagt, ich muss immer so machen, zwanghaft, dann, also ich mag das halt nicht. Ich mag auch diesen Begriff Show nicht, ne? Wenn jemand reinkommt und sagt, oh, mach mal eine geile Show, dann denke ich mir, warum soll ich dir denn jetzt was vorspielen, hä? Also ich finde das halt blöd, ne? Ich mag diese Begriffe nicht, ich finde das irgendwie komisch. Also, ich bin da, wie ich bin und mache nicht wie ein Roboter das, was mir gesagt wird. Aber egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Was erzähle ich denn hier schon wieder für einen Scheiß? Heute geht es ums Thema Schielen. Das ist mir das erste Mal begegnet und finde ich auch gar nicht weiter schlimm, weil ich kann relativ gut schielen. Ich hatte einen User in der Cam und er hat mich gefragt, ob ich schielen kann. Und denke ich mir, ja, klar kann ich schielen. Ja, und dann sollte ich das machen. Er fand es ganz toll und ich habe mich die ganze Zeit total verarscht gefühlt, weil ich denke, der labert doch nur, der verarscht mich doch, der lacht sich bestimmt tot über mich, ja. Aber er hat gesagt, nein, er findet das total geil, wenn eine Frau mit ihren Augen so das machen kann und so. Also ich persönlich finde nichts erotisch an jemandem, der schielt, weil das wirkt, möchte niemanden beleidigen, man kann ja auch nichts dafür, wenn man schielt, aber es wirkt halt immer, als hätte man einen an der Klatsche oder es wirkt halt ein bisschen dümmlich, ne? Deswegen kann ich nicht verstehen, was man daran erotisch findet. Also viele haben ja zum Beispiel eine Brille auf und wenn sie die absetzen, dann schielt ein Auge oder so, ist ja auch alles nicht schlimm, aber das wäre jetzt kein Punkt, an dem ich denke, oh geil, der schielt, den will ich. Also das finde ich irgendwie lustig, also wie gesagt, ich habe mich auch total verarscht gefühlt, weil ja, ich fand es total toll und ich sollte dann immer länger schielen und so und war jetzt kein Problem, ja. Also mir taten dann schon irgendwann die Augen weh, weil das halt wirklich eine ganze Weile ging, eine halbe Stunde oder so. Geht's oder? Was machst du hier? Also das ging halt eine halbe Stunde oder so und ich dann die ganze Zeit geschielt und so. Und wie gesagt, ich dachte, ey, der verarscht mich doch. Ich habe auch gesagt zu ihm, ey, du verarscht mich doch, du machst dich doch lustig und so. Nein, er fand das total toll, er hat auch seine Kamera angemacht. Er war auch ein ganz normaler Typ, er war auch wirklich sehr nett. Also ja, ich möchte jetzt gar nichts Böses über den User sagen, er war super nett und so. Das ist halt sein Ding, wie andere halt auf Füße stehen. Ja, ihr hat es halt wirklich sehr erregt. Er hat dann auch, ihr wisst schon, an sich rumgespielt und ist dann auch gekommen tatsächlich, ne? Und fand ich natürlich sehr lustig. Also ich habe mir dann so gesagt, geil, wenn man mit so viel Blödsinn machen Geld verdienen kann, ist das natürlich lustig, ja. Aber das wäre echt verrückt. Also wie gesagt, ganz lieber netter Mann. Ich schiel auch gern immer wieder für ihn. aber das habe ich wirklich noch nie irgendwie erlebt oder gehört oder gesehen oder dass das jemand geil findet. Also ist wirklich der erste und einzige, der mir begegnet ist, ich mache den Job ja nur schon ein paar Tage, der sowas geil findet. Das fand ich ganz witzig. Also, weil, wie gesagt, Füße oder manche wollen ja auch, dass man pinkelt oder so. Das ist sehr, sehr, sehr oft. Aber so Sachen wie Schielen habe ich halt noch nie irgendwie erlebt. Und ja, gut, dass ich so gut kann, ne? dass ich so gut Blödsinn machen kann. Wenn jemand unter euch ist, der auch drauf steht, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil bis jetzt kenne ich nur einen einzigen Mann, der auf schielende Frauen steht. Mich würde es halt einfach mal interessieren, weil ich es noch niemals erlebt habe vorher. Also, wie gesagt, ist jetzt nicht so spannend zu hören, ist jetzt nicht so eine krass aufregende Geschichte, aber ich fand es einfach total interessant und seltsam, dass es auch Leute gibt, die auf sowas stehen und es gibt halt so viele Fetische, oder? Also es gibt so viele krasse Fetische, von denen man halt gar nichts weiß. Was habt ihr für einen Fetisch? Also ich glaube, ich habe keinen. Mir würde jetzt nichts einfallen. Habe ich einen Fetisch? Ich glaube nicht. Was habt ihr für Fetische? Schreibt es mir in die Kommentare. Also ich weiß, dass viele Fußfetischisten unter meinen Fans sind. Aber das gibt es halt ziemlich häufig. Sagt mir interessante Sachen. Sagt mir euren Fetisch, den ich noch nicht kenne. Das würde mich halt mal interessieren. Was es dann auch so gibt. Bei Schielen fand ich halt schon ziemlich krass. Ja, das war's von mir. Wie gesagt, ich freue mich auf Fetische in den Kommentaren und lasst mir einen Daumen da. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.